Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video aus dem Aufzug. Ich hoffe auch, dass hier nicht gleich irgendwie ein Nachbar reinkommt, weil das wäre eine ganz komische Situation. Freunde, ich habe heute was Dummes vor, weil ich habe keinen Content mehr. Was passiert meistens, wenn ich keinen Content mehr habe? Richtig, ich mache irgendeine dumme Scheiße, wo ich mich meistens in Lebensgefahr bringen werde. Freunde, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich treffe mich jetzt gleich mit einem Profi-Fahrradfahrer und wir fahren auf irgendeinem komischen Pump. Track oder so ein Scheiß, noch nie in meinem Leben gehört. Es wird auf jeden Fall gefährlich. Freunde, lehnt euch zurück. Enjoyed. Ich springe jetzt ins Auto rein und fahre dann zum Pump-Track. Ich habe wirklich gar keinen Bock auf die Scheiße. Ach, du Scheiße, Digga. Was ist das denn hier bitte? Das sieht nicht aus wie für Anf... Was geht ab? Grüß dich. Grüß dich. Was ist denn das hier? Pumptrack. Du weißt aber gerade gar nicht, wo wir sind, gell? Wie meinst du? Das ist mein Ghetto hier. Echt? Ich bin hier aufgewachsen. Da hinten, da war damals ein Berg, da habe ich das erste Mal eine Zigarette von meinem Vater geklaut aus dem Zigarrenkasten. Habe da oben meine erste Zigarette geraucht. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Motsch mein Name. Provinian. Ich bin Anfang. Ich will direkt ehrlich mit dir sein. Ich mag dich nicht. Warum? Also nicht dich, ich habe jetzt nichts gegen dich. Ich mag Fahrradfahrer nicht. Ihr seid unhöflich im Straßenverkehr. Ihr achtet nicht auf die Ampel- und Verkehrsregeln. Ihr packt euch da doch ab, wenn man euch anruft, weil ihr was falsch gemacht habt. Es ist zu kotzen. Wenn ich Auto fahre, hasse ich Fahrradfahrer. Und wenn ich Fahrrad fahre, hasse ich Autofahrer. Regst dich dann auch über Fahrradfahrer auf? Regt mich auch ziemlich auf, ja. Das ist wirklich kein Vogel, ehrlich. Du bist ein Mountainbike-Fahrer. Genau, Mountainbike-Fahrer. Das ist jetzt so ein Dirtbike, Pumptrackbike, damit du mal strickst. Und du machst das professionell? Professionell sozusagen. Alter, sowas ist krank. Ich habe auch damals mit Fahrradfahren angefangen, erst mit Stützrädern und so, dann halt normal. Und dann war ich irgendwann mit meinem Vater unterwegs. Da war da so eine Treppe mit so 5 Stufen. Und irgendwie mein Vater hat zu mir gesagt, ich soll da runterfahren, so als Mutprobe. Keine Ahnung, was bei dem Bruder abging. Und dann bin ich da runter und einfach hingefallen. Und seitdem habe ich irgendwie Trauma so ein bisschen vom Fahrradfahren. Ja, ich habe auch schon mal einen harten Slam hier gehabt auf so einem Pumptrack. Alter, was ist das denn, Digga? Das ist ganz schön ein harter Boden. Okay, ich würde sagen, bevor ich fahre, oder fahre ich heute? Ja, aber ich würde da hinten fahren, mal fangen wir da hinten an. Das ist so Kids-Parcours. Ein Kids-Parcours? Ja, also Family Bits Kids-Parcours. Oder ich bleibe hier erstmal stehen und du zeigst mir, was du kannst oder so? Bitte. Schau, ist das schnell. Jo, der springt ja sogar. Und der hat ein Video gemacht über die Hüfte. Da, oh. Das ist geisteskrank. Junge, ist der schnell. Alter. Digga, das sieht irgendwie richtig spaßig. Oh. Ich glaube, das ist aber schwerer, als man denkt, oder? Natürlich ist das schwerer, als würde ich sowas hinkriegen. Das sieht aber so leicht aus. Junge, krank. Richtig geil. Fabio Wiedmer ist eine 10, okay? Wo ordnest du dich dann so ein? Ja, ich würde sagen, so gute 5. Also. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell ist hier. Ach, das ist ja schnell. Da gibt es auch so Meisterschaften, Weltmeisterschaften. Also fährst du dann so Rennen oder was machst du dann? Früher viel, also meine Jugend. Dann habe ich irgendwann angefangen, Videos zu machen. Lebst du jetzt von Videos? Genau. Geil, Alter. Das ist der Kids-Park. Oh, der sieht aber auch, der sieht auch steil aus. Ja, ich sehe schon, das ist was Feines. Ich setze mich drauf. Aber du musst immer stehen, also auf dem Fahrrad. Oh, das mag ich nicht. Wenn du die Wellen fährst, gehst du sie nach oben, wenn du runterfährst, gehst du nach unten. Also immer so eine Pumpbewegung. Kann ich im Sitzen anfangen? Kannst du auch innen anfangen. Nee, das ist für Pussys. Ich fahr direkt rein. Kannst du mich anfeuern? Let's go! Zähl runter von 3. 3, 2, 1, let's go. Ich schieb dich los, oder? Okay, ich fahr jetzt einfach los, ja. Oh mein Gott, oh, wie lange bin ich kein Fahrrad mehr gefahren? Verdammt nochmal. Oh. Ja! Oh, verdammt nochmal. Wie komme ich auf so eine dumme Scheißidee? Mein Visier beschlägt auch schon wieder komplett. Ich sehe gar nichts, Digga. Erste Runde. War gut? Ja. Hat sich auch gut angefühlt, muss ich sagen. Also war es nicht wackelig und so. Echt krass. Jetzt hinstellen, oder? 3, 2, 1. Das muss so cool von außen aussehen. Muss aussehen wie Fabio Wiedmer sein Sohn gerade. Jetzt habe ich mich nicht hingestellt. Ja, aber wenn du dich hinstellst, ist es wirklich tausendmal easier. Verdammte Scheiße, Bruder. Da kannst du dich doch auch ernsthaft verletzen, oder nicht? Oh, okay, ich glaube, ich check's. Oh, ich check's nicht. Oh, jetzt pump ich. Oh. Oh.
War gut, oder? Also wirklich richtig gut. Okay, dann lass uns auf den Erwachsenen-Track gehen. Ja, vielleicht noch eine Runde hier. Der denkt, ich bin hier ein Anfänger, aber das ist hier alles gar kein Problem für mich. Ich pumpe hier rein. Oh, ich sehe nichts. Mein Visier ist so beschlagen. Ich bin am Pumpen. Oh, man wird aber auch wirklich schnell, Digga. Sah gut aus, oder? War richtig gut. Okay, ich bin bereit, glaube ich, für den Erwachsenen-Track. Oh, ist aber auch anstrengend, Mann. Oh, ist das ein Angry Förster? Das ist ein Fan vielleicht. Scheiße, der erwartet so irgendwas von mir. Der denkt, ich bin hier so ein Profi, der jetzt gleich irgendwelche Backflips macht. Kannst du auch Backflips und sowas? Backflips nicht, aber so alles andere. 360. Okay, dann mach mal bitte jetzt ein 360. Ich muss mich ein bisschen ausruhen. Das ist anstrengender, als es aussieht, verdammt nochmal. Kannst du über mich drüber machen? Ich kann, wenn, dann über dich drüber springen, über so eine Welle. Was mache ich hier, Digga? Bin ich auf die Idee gerade gekommen, dass du über mich drüber springt? Oh. Das gibt mir den Maximalkick, das ist geil. Ich glaube, er macht einen G60, hat er gesagt. Oh, Alter, das sah smooth aus. Geil. Wie schwer ist sowas? Eigentlich nicht so schwer. Also ich bin echt nicht gut in Tricks. Aber das sah wirklich geil aus. Ich weiß noch nicht, was das hier soll. Ich bin doch eigentlich Motorrad-YouTuber. Was mache ich hier in irgendeinem Fahrrad-Matschpark, Digga? Okay, G60 nochmal. Oh, jetzt dachte ich ganz kurz, der wischt mir eine mit seinem Fahrrad. Jetzt bist du dran. Aber das ist jetzt schon, also... Ist ein bisschen sportlicher, weil die Wellen spitzer sind. Ja, okay, ich mach einfach mal, ja? Es geht los. Oh, da bin ich. Da bin ich drin. Okay, rein, Kurvenende. Bisschen Schwung. Na. Oh. First try. Ich habe auch fast gar nicht getreten. Das hat sich gut angefühlt. Ich merke auch gerade, wie ich eine Leidenschaft entwickle fürs Fahrradfahren, wirklich. Nee, doch nicht. Fahrradfahren ist scheiße. Ich mag Fahrradfahrer immer noch nicht. Jetzt muss ich wieder cool aussehen für die Kamera, ja? Ihr seht jetzt gleich eine Außenaufnahme. Boom. Ganz locker easy. Das ist gar kein Problem für mich. Oh, verdammt nochmal, das ist anstrengend. Was hat er gesagt? Warum ja, ich bin Anfänger. Aber hier fliegt man doch nicht hin, so langsam wie er fährt. Ja, jetzt werde ich hier doch geroastet. Wollen die mal fahren? Ja, genau so nehme ich, ja. Alter, das war wirklich, das ist krank, wie anstrengend das ist, Mann. Würdest du sagen, ich habe Talent für sowas? 100%. Könntest du mir noch so ein Fabio Wiedmer werden? Ja, Wiedmer, ja, sehe ich schon. Oh, scheiße, Chat. Ja, was für Chat, oh Gott, ich bin verwirrt. Das sieht aus, als könnte man sich jetzt ehrlich verletzen. Wie oft hast du dir schon was gebrochen bei sowas, bei Fahrradfahren? Okay, Holz, aber toi, 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 noch gar nie. Noch nie? Nee. Es geht los. So, ich krieg wieder die Außenansicht. Yes, wie gut. Zieh durch. Oh, was ist das steil hier? Junge, das hat Bock gemacht, wirklich. Das war geil. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so gut hinkriege. Das war jetzt aber auch nochmal eine geilere Strecke als die hier, finde ich. Das war geil, Mann. Okay. Freunde, ich bin durch hier mit dem Fahrrad. Das reicht mir auch. Digga, er sagt zwar, ich habe irgendwie Talent, aber irgendwie fühlt sich das nicht so an, als hätte ich Talent, Digga. Irgendwie will er jetzt ein Wheelie oder so machen? Oh, sexy. Alter. Junge. Oh. Digga, das ist auch smooth aus. Also alles, was der macht mit dem Fahrrad, sieht irgendwie so entspannt. Boah, das ist aber richtig schnell. Sieht so entspannt aus. Hä, der macht auf diesen Huckeln Wheelies. Oh, Digga, geil, Mann. Okay, ey, ich hab's überlebt. Vielen Dank, dass du mir die ganzen Sachen hier gezeigt hast. War wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ich muss aber als Fazit trotzdem sagen, ich glaube, Fahrrad ist nicht meins. Ich glaube, ich sehe mich da eher so auf so einem Rennrad, Tour de France-mäßig durch die Berge irgendwie. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Freunde, er dreht jetzt nochmal hier ein paar kleine Ründchen. Ich frage mich, was das für ein Video war. Alter. Ja, okay, Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, hoffentlich dann mit einem Motorrad. Ich bin nämlich Motorrad-YouTuber. Es hat mir trotzdem sehr, sehr Spaß gemacht. Bis zum nächsten Video. Heide Ackermann und...